Lionel Messi. Impresionante. Ha protegido el balón también hasta el momento que ahora nos parece. ¡Qué buena oportunidad! ¡Lionel Messi! Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 13. Verdammt, Tag ist das geil, oder? Alter Schwede, was hier los ist. Schon jetzt sieht man hier die volle Ladung Action auf dem Spielfeld. Jo, es geht auf jeden Fall ab mit FIFA 13. EA hat uns eingeladen zu einem Event. Wir können dieses Game schon vor Release zocken und es macht richtig, richtig Laune. Der Timbo ist leider nicht am Start. Der ist leider im Urlaub und das war dann auch eine Schande für ihn, ne? Muss man echt so sehen, oder? Ja, also muss man einfach sagen, der arme Mensch muss natürlich im schönen Belize, muss der da rumharren, während wir hier die volle Ladung geliefert kriegen mit FIFA 13. Aber dafür haben wir einen äquivalenten Ausgleich in der Sprecherkabine, zu der wir nachher schalten werden. Aber dazu kommen wir natürlich ein bisschen später. Ja, einen Interviewpartner haben wir heute für die Halbzeit, einen echten Experten des Fußballs. Das wird richtig spannend. Wir haben hier viel für euch vorbereitet heute. Ein Pro-Gamer, ein Kicker, wie die Welt ihn noch nie gesehen hat. Meine Fresse, das wird geil. Und los geht's mit Let's Play FIFA 13 und dem Spiel Dortmund gegen Bayern München. Und dazu muss ich sagen, den FC, den konnten wir leider noch nicht spielen. Aber Dortmund gegen Bayern München, das muss auch herhalten. Ich spiele auf jeden Fall hier mit dem Sören. Saraza gegen Sören. Der Gronkh hält sich vom Controller fern, ist dafür muss aber hier. Ich, muss in ich der leider machen. Ich habe eine leichte Verletzung an der Knorpelsehnscheidenentzündung, linker Handballen. Deswegen heute mal nicht am Controller. Dafür der Sören von EA, von Electronic Arts selbst. Jetzt erstmal die Mannschaftsvorstellung natürlich, wie immer, zu Spielbeginn. Und es fällt auch schon auf, der Stadionkommentator kündigt die Spieler an. Ja, jetzt wurde natürlich nichts mehr gesagt, aber ist egal. So, da sehen wir die Gladiatoren in Gelb, Borussia Dortmund in ja, Rot, sage ich mal, der FC Bayern München, wie eh und je in seiner kulturellen Farbe. Als Schiedsrichter heute Heiner Schnitti wieder ganz elegant am Platz. Mal schauen, was er pfeifen wird, wir wissen es noch nicht genau. Die Pfeife, ey, ich kann dir sagen. Aber das Ding ist, die Frauen sagen immer, wenn Heiner Schnitti rumrennt, dann sagen die immer, Mensch, der rennt so schnittig. Das ist so ach, eine komm, das ist auch eine Sahneschnitte, ey, komm. Das war mein Witz jetzt aber. Was? Okay, jetzt hier natürlich erstmal Regelerklärung. Bitte. So, Händeschütteln natürlich, wie immer. Immer Fairplay. Natürlich, super. Philipp Lahm hier zu sehen vom FC Bayern München. Und hier nochmal die Aufstellung von Borussia Dortmund. Wir sehen Weidenfeller im Tor, Lewandowski vorne. Da sind auf jeden Fall auch noch eine gute Auswechselbank ist am Start. Hier nochmal die Positionierung der ganzen Mannschaften, beziehungsweise der Mannschaft Dortmund in diesem Fall. Zudem haben wir jetzt die Aufstellung des FC Bayern München. Oh, das ist wirklich ein Top-Team, ne? Neuer, Lahm, Boateng. Die ist schwierig dagegen zu bestehen, ne? Sowieso, aber gegen Bayern zu bestehen ist sowieso schwierig, muss man mal sagen, auch ganz neutral betrachtet. Mal schauen, wie der Saraza sich heute schlagen wird gegen den Sören, ich bin sehr gespannt. Und der Schiedsrichter ebenfalls, der gute Schnitti. Und das Spiel beginnt. Ja, da sehen wir viele Dortmunder Fans, den Ball jetzt nochmal gerade hier zu sehen. Und Anstoß für den FC Bayern München. Ah, die Partie beginnt ruhig scheinbar. Man dribbelt sich ein bisschen ein, man schnuppert sich erstmal ein bisschen. Ein erster kleiner Vorstoß. Wahrscheinlich noch nichts Ernstzunehmendes. Philipp Lahm und da direkt Mats Hummels am Start. Schmelzer zu Großkreuz mit der Nummer 19. Zu Lewandowski. Noch ist alles relativ ruhig. Aber da ein erster Angriff möglich. Eine erste Angriffsmöglichkeit für den FC Bayern München wird unterbrochen von Kehl, Sebastian Kehl. Großkreuz wieder am Ball, aber auch er erstmal weiter hinten. Der Großkreuz ist ziemlich großkotzig, ne? Der sagt auf jeden Fall, er will heute Tore schießen. Hat auf jeden Fall ein breites Kreuz Mann zu tragen im Leben. Kirch jetzt am Ball, der sollte auch mal wieder beten gehen für den Sieg heute. Ach komm, muss ich jetzt auch die ganze Zeit so schlechte Witze machen? Machst du sowieso schon. Achso, na gut, das wusste ich nicht. Oh! Schöne Chance hier für den FC Bayern München. Das gibt Eckstoß. Die erste Chance im Spiel. Und die kommt nicht schlecht. Oh, da brennt's. Junge, Junge. Und wieder rausgeholt. Oh, doch nicht. Oh, da gibt's doch Probleme in der Defensive der Borussia. Leichte Koordinationsprobleme auf Seiten der Borussen. Einfach nach vorne, komm schon. Ja, so wird es natürlich nicht gemacht. Luis Gustavo. Aber wieder gerettet. Konnte den Ball nicht ergattern. Blaschikowski. Zu Großkreuz. Der erste Angriff von Dortmund. Geht langsam nach vorne. Mühsam kämpft man sich nach vorne.
Reus, der schießt einfach mal und der ist in der Rede. Unhaltbar. 1:0. Der Reus. In der 12. Minute. Wahnsinn, oder? Super, einfach schön. Das sind die Momente, wo ich nicht bereue, Sportkommentator geworden zu sein. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das hast du wunderbar gesagt, lieber Gregor. Es ist wieder mir auch eine Freude, hier mit dir in der Kommentatorenkabine zu sitzen und dann so ein schönes Spiel zu genießen. 12. Minute. Die Borussen gegen die Bayern. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber natürlich, noch ist nichts gesagt. Und da wird's gefährlich. Schöner Schuss. Oh, die Rache kam sofort, aber gerade noch verhindert. Weidenfeller konnte das Ding halten. Weitere Ecke. Ball einfach übers Feld. Nichts passiert. Einwurf. Oh, der wird abgeknapst. Müller. Müller. Guter Einsatz. Die Bayern nehmen ihren Verlust nicht so hin, wie es scheint. Nee. Das Spiel nimmt an Fahrt auf. Hast du absolut recht, mein lieber Gregor. Ein guter Einsatz der Defensive der Dortmunder. Man muss es einfach mal sagen, dass die Borussen arbeiten sich langsam unermüdlich wie kleine Ameisen nach vorne. Und da sehe ich gerade eine Umstellung der Taktik. Die Borussen ziehen sich ein wenig zurück in die Defensive, nutzen das 1:0 und warten dann auf den Todesschlag vielleicht. Aber die Bayern werden natürlich aggressiver, angestachelt natürlich von der Niederlage, wollen wir noch nicht sagen. Siehste. Weidenfeller nimmt das Ding sicher in die Hand. Der dritte Vorstoß in kürzester Zeit. Ja, die Bayern machen Druck, aber kommen vorne nicht wirklich durch. Laschikowski, vielleicht kann der noch was für am Dortmund Spielfeldrand drehen. Entlang geschummelt. Subotic probiert da den Ball zu kriegen. Kehl auch im Angreifen. Wird aber eingekesselt. Mandzukic und Hummels da im Duell. So, an Kehl wieder zurück. Dann wollen wir mal schauen. Reus, der übrigens in der englischen Version Reus genannt wird. Reus. Marco Reus. Oh, super Chance. Ach, ich dachte schon. Da haben sie richtig Glück, dass sie den Neuer im Tor haben. Den deutschen Nationaltorhüter. Ja. Absolut souverän gehalten. Und da aber Eckstoß. Der Ball ist noch wird heiß. Wird verwandelt? Nein, wird gerettet von den Bayern. Und das Spiel geht wieder nach vorne. Die Nummer 11 am Ball. Müller probiert's, aber Kirch ist kommt aber nicht vorbei. Und der Ball wird wieder zurückgeholt. Die Bayern stehen auch unter massivem Beschuss hier, ne? Ja, obwohl sie es immer wieder probieren, hier rauszukommen, aber so ja, aber die Borussen machen Dampf einfach. Gündogan. Oh, schöner Versuch. So, die Bayern wieder am Ball und das war's auch schon wieder. Und da ist die nächste Möglichkeit für Dortmund. Nein, wieder rausgeholt. Wichtiger Trouble da. Im Strafraum der Münchner. Das gibt Freistoß. Aber irgendwas, ich weiß nicht genau, abseits. Nee, abseits war es glaube ich nicht. Sicherlich eine wichtige Fußballregel, die hier greift. Genau. Das hast du schön gesagt, mein lieber Gregor. Ja, natürlich, Gregor. Natürlich. Mein es gibt ja für alles eine Regel. Hier in der Kommentatorenkabine, mein lieber Kollege. So, ach Mensch, ein einsamer Vorstoß von Subotic. Jetzt fehlt uns natürlich hier noch der Timo. Ja. Oh! Ach, was unglaublich. Das ist natürlich jetzt eine Überraschung. In der 35. Spielminute das 1:1. Damit hätten wir nicht gerechnet. Das kam ja wie ein plötzlicher Hagelschauer, mein lieber Gregor. Ja, ich konnte den Namen gerade auch nicht aussprechen. Hast du dich getraut? Oh, ich habe gar nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich ehrlich bin, wer dieses schöne Tor reingeköpft hat. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Vorarbeit hier von unserem guten Sören, der hier den FC Bayern München spielt. Muss man einfach mal sagen. Diese Zeitlupe kann man sich auch immer wieder anschauen. Ist das nicht Toni Kroos gewesen? Nee, ist Mandzukic. Mandzukic? Ja, Mandzukic. Ah. Richtig, der sammelt auch viel Kitsch zu Hause. So manchen Kitsch, meinst du? Genau. So, aber da wird direkt zurückgeschlagen. 1:1, das können die Dortmunder nicht auf sich sitzen lassen. Obwohl es ein verdientes 1:1 ist, muss ich sagen. Die Bayern haben auch Gas gegeben, Dortmund hat Gas gegeben. Aber da ist die nächste Möglichkeit. Was? Markus. Und das war es schon wieder mit dem Ausgleich. 2:1 in der 37. Minute von Reus. Ich bereue es keine Minute. Ich bereue es ebenfalls nicht, denn ich habe ja dieses schöne Tor geschossen hier. Aber ich müsste mich mal räuspern. Na, dann mach das mal kurz. Sehr schön. So, wunderschönes Tor. 2:1 für Borussia Dortmund. Wir werden sehen, ob es das war oder ob was noch zu holen ist. Die Bayern müssen Gas geben, ne? Die haben ja was zu verlieren.
Bart Stuber, Arjen Robben, auch ein sehr, sehr bekannter Fußballer. Der spielt für die holländische Nationalmannschaft. Oh, und schon wieder geht's nach vorne. Schon wieder Reus gerade am Ball gewesen. Lewandowski nimmt sich die Zeit, die er braucht. Zu Kehl. Kehl kickt die Pille nach vorne. Großkreuz. Schöner Versuch. Oh, 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 oh. Philipp Lahm macht einen Fehler, der Kapitän der deutschen Nationalelf. Das gibt Eckschuss. Reus. Schöner Eckstoß. So, und der ist drin. Für Borussia Dortmund. Lewandowski hat ihn verwandelt. 43. Spielminute. Unglaublich, was die Borussen hier aus dem Spiel holen. Man muss ja einfach sagen, die Borussen sind ja mittlerweile der Angstgegner des FC Bayern München. Das kann man ja wirklich so stehen lassen. Zu Recht, wie man sieht. In den letzten Spielen musste Bayern immer das Nachsehen haben. Obwohl sie sich angestrengt haben, obwohl sie guten Fußball gespielt haben. Schlimm war es besonders natürlich beim DFB-Pokalfinale oder auch beispielsweise das Spiel Bayern gegen Chelsea, wo sie verloren haben. War nicht ihre Saison, war die Saison des ewigen Zweiten in der letzten Saison. Aber was in dieser Saison bei FIFA 13 passieren wird, das wird sich zeigen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Bayern abschneiden und auch wie die Dortmunder sich zeigen. Auf jeden Fall ein guter Einstieg schon jetzt vor Spielrelease für Borussia Dortmund. Da kann man nicht mosern. So, der Ball wieder nach vorne. 4:1. Das wäre natürlich unfassbar. Aber die Bayern jetzt wieder im Ballbesitz. Kirch. Subotic. Versucht es verspielt nach vorne zu bringen, aber... Ja, das war die erste Hälfte. 3:1 für Dortmund. Und ich würde sagen, wir schalten in die Sprecherkabine zum Interview. Ins Studio Nord mit Hans Sapai, den wir da gerade haben. So, ich hole meinen Kaffee. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, hier aus dem Fußballstudio Nord. Wir befinden uns hier gerade mit dem Fußballexperten Hans Sapai. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und euch? Ja, uns geht's natürlich super. Gerade bei so einem spannenden Spiel ist man natürlich mitgerissen. Da muss man auch mal ein bisschen schmunzeln. Wie fandest du es denn? Was war denn dein liebster Ball quasi heute? Ja, ich glaube, das 3:1 von Dortmund, das da kann ich ja nicht so offen eigentlich sagen, da ich Schalker bin. Aber war ein sensationelles Spiel. Kann man auch unter Fußballkollegen, kann man das mal so sagen, oder? Ja, ganz genau. Deswegen herzlichen Glückwunsch Dortmund, auf jeden Fall für die erste Halbzeit. Ist aber auch gut, dass wir nicht gegen Hans Sapai gespielt haben, weil sonst wäre natürlich alles verloren gewesen. Alles verloren. Das sowieso, der hat keine Chance, ob Dortmund, Bayern. Richtig. So, was wollen wir denn heute mal besprechen? Habt ihr irgendwelche Themen vorbereitet, ihr beiden Lustigen? Wir haben immer Themen vorbereitet. Ne? Ja. Hans, du bist ja jetzt schon jahrelang Fußballprofi mittlerweile. Wie viele Jahre spielst du jetzt eigentlich als Fußballprofi mittlerweile? Und wie bist du dazu gekommen und so weiter? Und ich habe tausende Fragen. Tja, wie lang spiele ich denn jetzt überhaupt? Ich bin jetzt, glaube ich, 14 Jahre Fußballprofi. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich bin bei Fortuna Köln Profi geworden. Damals war der Trainer Toni Schumacher. Ich habe bei den Amateuren dort gespielt und er hat mir die Chance gegeben, Profi zu werden. Die habe ich genutzt. Bin froh, dass ich die genutzt habe. Habe einen guten Weg gemacht, gute Karriere und ja. Und bist aufgestiegen zur Legende in den Fußball-Olymp sozusagen. Wir wollen ja nicht übertreiben hier. Nee, das bestimmen mir immer andere. Deswegen bin ich glücklich, wie es momentan ist und ja, danke an die Fans. Du hast ja auch schon mitgekriegt, ne? Also bestimmt hast du irgendwie mitgekriegt, diese Chuck Norris-Sage mit Hans Sapai und so. Wie reagierst du selber darauf? Wie ist das für dich, das so zu hören, diese ganzen Hans Sapai, der Ruler? Ja, ich am Anfang wusste ich ja gar nichts davon. Irgendwie hat man das dann irgendwie, haben die Leute einen darauf angesprochen. Und ja, ich finde es eigentlich lustig, ganz interessant. Ich mache ja selber noch mit, pushe das auf meiner Seite, auch auf Facebook, Twitter. Und deswegen würde ich jedem sagen immer, Hans Sapai gefällt das. Und es ist ja auch alles wahr. Es ist ja nichts gelogen davon, oder? Nee, sowieso nicht. Das sind ja Tatsachen einfach, die da rumgehen. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass dieses Hans Sapai so zum Mythos wurde? Wie Chuck Norris, wie weitere Leute, die jetzt hier... Hans Meiser möchte ich einwerfen. Beispielsweise. Genau. Und dort mit Hans Meiser heute. Weißt du, wie es dazu gekommen ist, oder ist das einfach nur so entstanden und du wusstest das erstmal gar nicht? Ein Twitter-Beitrag von dir, der das ausgelöst hat. Ja, ich glaube, da sind mehrere Sachen. Man kann jetzt nicht nur sagen, dieses oder dieses, aber wie du gesagt hast, schon ein Twitter-Beitrag auch, dass mein Kollege damals, Alexander Baumjohann, dass er nach Wolfsburg wechseln soll. Damals Wolfsburg-Trainer Felix Magath. Ja, kam nicht so gut miteinander klar. Und das fanden die Leute natürlich ganz lustig und haben sich einen da schlapp gelacht. Und dann noch mehrere Situationen, dass einer von den Usern
Hans Sapper gefällt das Seite gemacht hat bei Facebook und so haben sich die anderen natürlich auch gedacht, ich mache auch eine Seite und so hat sich das entwickelt und dann haben die Sprüche von Chuck Norris mit meinem Namen verbunden und dann ist das, dann geht irgendwie so wie ein Schneeballeffekt, ne? Dass ja. jeder auch da mitmacht und meine Fans sind super cool, die posten mir auch Sachen und schreiben mir, wenn die was Cooles haben und die benutze ich dann auch und stelle die da online. Ja, du bist ja ein super sympathischer Typ, auch voll auf dem Teppich geblieben, muss man echt so sagen. Bist ja jetzt nicht irgendwie, hey, ich bin jetzt der super Fußballer, Hans Sapper ist da, überall, obwohl du es ja bist, ne, muss man ja ganz klar sagen. Und dein geilstes Erlebnis in deiner Karriere bisher, was war dein echtes Highlight? Boah. Jetzt kommt's. Vielleicht die Nationalmannschaftsspiele hier für Ghana oder was weiß ich. Da gibt's ja. Ja, Highlights. Ich glaube, man kann nie so sagen, ein Highlight, aber es gibt natürlich so mehrere Highlights, wie dein erstes Bundesligaspiel, so von der Atmosphäre, dein erstes Nationalmannschaftsspiel, von der Atmosphäre, wenn du da bist. Und dann jetzt zum Schluss natürlich auch Schalke gegen Inter Mailand, wo wir in Mailand 5-1 gewonnen haben, von der Atmosphäre. Wo die Sachen, die du eigentlich nie vergessen wirst. Gänsehaut, oder? Ganz Gänsehaut. Genau. Das erste Mal auf so einen Platz zu treten, ist natürlich auch der Wahnsinn. Und das wissen ja die wenigsten, aber der Hans und ich, wir sind auf dieselbe Schule sogar gegangen. Das ist das Lustigste. Damals. So ganz genau. Das haben wir auch hier irgendwie herausgefunden, dass wir hier auf der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Chorweiler. Ach, Chorweiler, das erklärt einiges bei euch. Ist das ein Problem oder was, Alter? Ich bin auch Assi, ist kein Problem. Nee, was ich mal gerne wissen würde, wir haben ja viele jüngere Zuschauer, was würdest du jungen Fußballern mit auf den Weg geben, was sie machen sollen, was sie beachten sollen, um vielleicht auch entdeckt zu werden als Talent? Ja, als erstes glaube ich, als junger Spieler, du musst natürlich das Talent haben, um Fußball zu spielen, aber dann musst du auch natürlich den Ehrgeiz haben, du musst Spaß haben, Fußball spielen zu wollen, aber du darfst, all diese Sachen sind alles immer super und jeder sagt, du musst so viel wie möglich Fußball spielen, selber draußen spielen, im Verein spielen, das musst du auch alles machen, aber man muss auch die Schule da nicht vergessen, weil man muss auch helles Köpfchen sein noch weiter, auch trotzdem, wenn man Fußball spielt und man muss ehrgeizig sein, immer Gas geben, weil es gibt so viele junge Spieler, die alle Profi werden wollen und nicht jeder kann es schaffen. Und ja, das ist, ein bisschen Glück gehört dazu, aber immer weitermachen. Ja, wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen, es ist halt auch schon ein echter Job. Du musst ja wirklich auch fast jeden Tag trainieren, man muss spielen, samstags bist du bei irgendeinem Spiel. Das heißt, du kannst nicht unbedingt mit Leuten dann eben mal weggehen, irgendwie feiern gehen. Da hat man natürlich auch ein paar Abstriche, ne? Die man da machen muss, wenn man Fußballprofi wird. Ja, ganz genau, besonders wenn du jung bist. Wenn du deine Freunde gehen feiern oder... treffen sich mit Mädels und so und du musst entscheiden, ja boah, ich muss zu Hause bleiben, weil ich habe am nächsten Tag ein Spiel und... Du bist dann der Arsch quasi immer zu Hause. Ja, ganz genau und nächsten Tag erzählen dir, wie cool, wie geil die Party war und das ist natürlich hart für so einen jungen Kerl, der muss dann wissen, wie sein Weg ist und da wird meistens dann entschieden, wo der Weg ist, ob man wirklich Fußballprofi wird oder ob man das Fußballspielen sein lässt. Deswegen bin ich letzten Samstag nicht mitgekommen. Das war der Grund. Ich will Profi werden, weißt du? Ich will werden wie Hans Sapper. Bei dir ist eh alles schon gegessen, mein Freund. Das wird nichts mehr. Ach naja, nee, nicht Fußball, aber halt Gaming-Profi, weißt du? Das bist du ja sozusagen. Ja, Gaming-Profi bist du doch schon. Ja, ist er halt schon. Ne? Naja, ich faile ziemlich hart, aber ich überspiele das mit meiner coolen Lockerheit. Spieler sind wir nicht, das kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist eher... Ja, aber ich will der Hans Sapper des Gamens werden, sozusagen. Ja, Hans Sapper, wo geht dein Weg denn jetzt hin? Also nicht jetzt heute, sondern allgemein im Fußball. Ah, okay. Also oder im Allgemeinen dein Plan für deine Zukunft. Heute gehe ich erstmal nach Hause, aber allgemein... allgemein... Erstmal guckst du noch die zweite Halbzeit dieses grandiosen Fußballspiels. Ja, das wird super. Ganz genau. Ganz kurz dein Tipp. Ich habe eigentlich gedacht, das bleibt so 3-1 und deswegen kann ich schon gehen. Und ja, vielleicht ist dein Tipp... Also dein Tipp 3-1? 3-1, ganz genau. Ja, dann können wir auch nach Hause gehen. Ja, wenn Hans Sapper sagt, es wird 3-1, dann wird es 3-1. Wird es 3-1, ganz genau. Genau wie heute, Wetter, Sonnenschein, ne? Wo? Hier, Köln. In Köln scheint immer die Sonne. Ja, wir haben ja gestern telefoniert, hast du ja gesagt, nee, morgen ist Sonne, kein Problem, kommst du rum und heute ist Sonne. Perfekt. Das ist Hans Sapper. Ja, aber jetzt nochmal zu deinen Lebenswegen ganz kurz, genau, wo du hin wolltest, jetzt in Zukunft. Was ja, ich... Weltherrschaft und so, haben wir ja totale Dominanz. Das habe ich ja schon alles, deswegen wollte ich jetzt mal mit euch irgendwas starten, in Social-Media-Bereich so ein bisschen da alles aufmischen und deswegen sollten wir was überlegen, wo wir hin wollen. Ja, ich würde sagen, trinken wir gleich mal Käffchen, setzen wir uns zusammen und überlegen uns was. Ganz genau. Wir einen riesen Weltherrschaftsplan, wie wir an der Weltherrschaft von Hans partizipieren können. Wir nennen die Firma Der Hans. Ja.
Mir ist eine Fliege in den Hans geflogen. Oh, hast du noch nie gehört, oder? Was war der lustigste Witz, den du über deinen Namen gehört hast mit Hans? Weil eigentlich stellt man sie Hans und jetzt so Klischee ist ja immer dieser blonde, große Deutsche. Der Hans im Glück quasi. Dann kommt der Hans dabei und lustiger. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich dann um die Ecke komme, dann sind die alle so erschrocken, dass sie gar nichts mehr sagen können. Deswegen. Zu mir sagen die auf jeden Fall nichts, immer so wahrscheinlich, wenn ich mich kurz umdrehe, so pssst, irgendwelche... Satz dabei. Ja, da vorhin eine Testaufnahme, der Hans, der kann's, muss man einfach sagen. Ich sage, Hans ist ein richtig sympathischer Kerl, richtig cool, auch dich getroffen zu haben. Dann wollen wir jetzt mal in die nächste Halbzeit übergehen. Ich bin sehr gespannt, wie Sören und ich uns da schlagen werden. Ja, und wir wünschen euch noch viel Spaß jetzt bei der zweiten Halbzeit mit Let's Play FIFA 13. Bis später, Freunde. Tschüss. Ciao, Hans Zappa gefällt das. Und da sind wir wieder zurück in der zweiten Halbzeit. Borussia gegen die Bayern. Es steht immer noch 3:1. Ich bin sehr gespannt. Mein lieber Freund Sarazar, was glaubst du wohl, wie das Spiel ausgehen wird? Also, bisher bin ich ja wirklich guter Dinge und ich bin sehr überrascht, dass es so gut läuft. Hier 3:1 für mein Team quasi, für den BVB. Und der Sören ist ja eigentlich ein Experte. Ne? Der ist ja von EA und der spielt das Spiel halt doch deutlich häufiger als ich. Aber der hat halt auch viel, viel Pech gehabt und jetzt hat er vielleicht Glück. Aber wir haben es ja gehört, Hans Sapai sagt, es wird 3:1 stehen am Ende. Dann wird es auch 3:1 stehen. Ich bin sehr gespannt, ob sich diese Prophezeiung abermals erfüllt. Dieses Wunderknaben. Hans Sapai ist ja quasi auch ein Okrake. Richtig netter Kerl, oder? Ja, muss man sagen, sehr sympathisch. Auch gerade das Interview in der Halbzeit. Und jetzt wollen wir uns aber lieber auf das Spiel konzentrieren. Mal schauen, was da wieder die Borussen zusammenspinnen. Kennst du eigentlich noch das Okrakel, wo wir gerade beim Thema Okrakel sind? Das Okrakel kenne ich gar nicht. Das war doch diese Krake damals, die immer die ganzen Deutschlandspiele vorher gesagt hat. Ach ja, ich erinnere mich, das war aber ganz merkwürdig. Fand ich sehr gut. Und das war ja voll gut, aber gibt es nicht mehr, lebt nicht mehr irgendwie und ja, war auf jeden Fall eine schöne Sache, eine witzige Idee. Ist wahrscheinlich dann irgendwie geendet als Sushi oder so. Wer weiß. Oh, Krakel, lecker. Wobei das letzte Spiel... Warte. Die Borussen stürmen wieder nach vorne. Ah, nee, nach hinten diesmal. Ich darf mich hier nicht im Augenblick hinreißen lassen. Aber ja, die Bayern übernehmen Bayern. Oh, das war natürlich knapp. Aber ein Netzroller ist es geworden. Und ein Eckball. So, jetzt aber raus mit der Pille. Ganz schnell hier die Dortmunder müssen mal wieder ein bisschen Druck aufbauen. Um ja, das Ergebnis zumindest zu halten. Für Hans Sapai. Unseren Freund Hans Sapai. Der hat ja auch schon wirklich, jetzt haben wir ja gerade im Interview gehört. Boateng gerade am Ball, mal schauen. Na, nicht mehr lange, die Bayern jetzt wieder Übernahme gemacht. Der hat ja, der Hans Sapai, jetzt 14 Jahre Karriere, ne? 14 Jahre ist der Mann schon dabei, das ist unglaublich. Das muss man sich mal geben. So, Arjen Robben jetzt hier, der robbt sich da wieder durch, wie Robbie Williams. Ach komm, der spielt noch Robbenschutz. Großkreuz. So, Shaqiri. Nee, ist Großkreuz. Shaqiri probiert den Ball abzunehmen. Ja, hat er auch hinbekommen. Und jetzt Philipp Lahm, der Kapitän. Robben hat Probleme mit Reus. Der passt zu Lewandowski, dann zu Großkreuz. Und schon wieder Dortmund an der Pille. Geht da was? Das wäre es fast gewesen. Manuel Neuer stand da sicher wie der Fels in der Brandung. Das 4:1 erfolgreich verhindert. Ja, glücklicherweise, es wäre auch ein Desaster für die Bayern, wenn da jetzt das 4:1 gefallen wäre. Ja, aber noch spielt man sehr aktiv, man ist nicht demotiviert. Die Bayern nach der Halbzeit wieder voller Energie. Oh, das gibt Freistoß und man muss ja sagen, in FIFA ist ja wirklich auch alles offen. Hier mal kurz taktische Freistöße, eine kleine Erklärung, die überspringen wir natürlich. Ja, und in FIFA ist ja alles offen. Also ich meine, selbst zu dieser Zeit des Spiels kannst du noch locker das Spiel ausgleichen, wenn nicht sogar noch in Führung gehen. Das ist der Fußball immer unberechenbar. Und das siehst du an so vielen Spielen, dass der Fußball immer unberechenbar ist und auch bleibt, vor allem bei FIFA 12 oder eben FIFA 13. Und wir werden ja auch dann bald das Let's Play starten. Das wird mal richtig, richtig spannend. Auf jeden Fall der Timbo und ich, wir werden wieder die Pille kicken und wahrscheinlich ist der Gronkh natürlich auch wieder dabei als Torhüter oder eben auch vielleicht mal als Co-Kommentator zwischendurch. Ne? Kann passieren. Ich bin da jetzt hier in der Sprecherkabine heimisch quasi. Ja, wir haben uns hier eingerichtet, wir haben uns auch schöne Kaffeetassen jetzt hier extra gekauft. Gregor Onk, mein Sportfreund. Du hast ja eine große, so eine Halb-Liter-Tasse. Oh, warte. Was ist passiert? Ich habe gerade deine Tasse bewundert. Oh, die Bayern im Vorstoß, aber das war es auch schon wieder ausgebremst. Mandzukic hat da einen Versuch gestartet. Die vorwitzigen Bayern. Und da ist wieder Reus, über den heute sehr viel geht, die Nummer 11 bei Dortmund.
Aber im Moment ist es so eine kleine Mittelfeldschlacht, die sich hier entwickelt, ne? Also keiner kommt so richtig vor das gegnerische Tor. Ja, das ist alles so ein bisschen Rumgeplänkel. Keiner traut sich so recht und alle haben Angst vor jedem, wie es aussieht. Alle probieren es ein bisschen, keiner kommt richtig durch. Und scheinbar klaut man sich auch mal gegenseitig den Ball. Ja, das hat Fußball so an sich. Das hast du schön gesagt, mein lieber Gregor. Man schenkt sich nichts heute. Heute schenkt man sich nichts. Obwohl es ein Freundschaftsspiel ist, natürlich, kann es am Ende des Tages immer nur einen Sieger geben. Und der heißt Hans Sapai. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen, mein Lieber. Was mir jetzt hier gerade auch auffällt bei dem wunderbaren Spiel ist, dass die Dortmunder sich natürlich jetzt, die ich ja gerade spiele, ausruhen können im Prinzip, ja. Du könntest auch Zeit spielen eigentlich. Ich könnte voll auf Zeit spielen. Aber das ist natürlich nicht die feine englische Art. Und der Sören macht mächtig Druck mit dem FC Bayern München, aber es will nicht funktionieren, es will einfach nicht. Großkreuz jetzt wieder. Verliert auch immer wieder den Ball. Da ist heute einfach der Wurm drin beim Sören. Da ist der Wurm drin. Oh, Backe. Jetzt aber gefährliche Situation. Trotzdem kann ich noch ruhig und entspannt sitzen, weil ich glaube nicht, dass das durchkommt. Schmelzer zu Kirch. Gute Defensivarbeit muss man den Dortmunder lassen, aber da wieder ein Schnitzer. Aber auch ein wieder ausgerettet, bei Bayern, aber ja. Naja, Ball verloren. Ball verloren. Können da jetzt noch was, kann da jetzt noch was gehen? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Man merkt, die Kräfte der Spieler lassen nach. Wir haben uns aber dafür entschieden, die Spieler nicht auszuwechseln. Das heißt, wir spielen jetzt einfach mit diesem Team weiter, um den Spielfluss nicht zu unterbrechen. Sehr schön. Finde ich eine gute Maßnahme. Natürlich so nicht im realen Spiel machbar. Sollte man nicht tun. Aber hier durchaus auf dem virtuellen Platz. Oh, 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 oh. Moment. Hier ist gerade das Gerangel, aber die Borussen einfach in der Überzahl. Weidenfeller lacht da schon. Lacht die bayerischen Stürmer aus vom FC Bayern München. Ihr kriegt den heute eh nicht mehr rein, sagt er. Ob das so stimmt, ja, wir werden sehen. Auch früher schon zieht den Bayern die Lederhosen aus. Da war er ganz groß mit dabei. Und jetzt Kirch. Kann er noch eine Flanke reinbringen oder sowas? Nee, er probiert es mit dem Pass. Schöne Position für den Schuss. Kann er was gehen? Das wird gefährlich sein. Die Roten sind schon dabei. Das sah mir fast nach einem Elfmeter aus. Aber es wurde nicht gesehen von Schmitty. Wie hast du das gesehen? Es hätte einer sein können, aber ich bin mir nicht sicher. Hier aus der Sprecherkabine, das ist ein bisschen entfernt. Oh, das ging daneben. Das ging daneben und das gibt Abschluss von Manuel Neuer. Quatsch, was erzähle ich da? Von Weidenfeller natürlich. Manuel Neuer spielt natürlich auf der Seite der Bayern, liebe Damen und Herren. Oh, unsere Kamera im Außenbereich gerade einen kleinen Schnitzer gehabt. Da hat wieder ein Fan gegengeschlagen gegen die Kamera. Das haben wir öfter das Problem. Und die Bengalen, wenn die loslassen, sehen wir eh gleich nichts mehr. Ja, oh, warte mal, die Bayern wieder. Jetzt aber nochmal die Chance. Oh, Backe. Das war knapp. Das war eine verpasste Chance. Abermals eine verpasste Chance. Und das Spiel endet. 3:1. 3:1. Gehen wir heute vom Platz. Die Borussen, die Dortmunder dürfen heute feiern. Zu Recht, muss man sagen. Hier Reus im Bild. Großer Mann im Spiel. Großer Mann auch zu Hause. Interessant, dass die ganzen Tore in der ersten Halbzeit gefallen sind. Dreimal haben die Dortmunder zugeschlagen. Bayern leider nur einmal. Dabei stand es ja kurzfristig mal auch 1:1 einfach nur. Und da war ja noch viel, viel mehr drin, oder? Unglaublich. Ja, es war viel mehr drin. Es gab viele verpasste Chancen. Es war ein großer Tag, muss man sagen. Ein gutes Spiel. Teilweise natürlich wurde sich gegenseitig der Ball geschenkt. Das passiert natürlich mal. Aber insgesamt gesehen ein gutes Ergebnis. Verdient, möchte ich sagen. Verdient. Ja, und jetzt sehen wir hoffentlich noch ein paar Highlights. Erstmal Fair Play. Man schüttelt sich die Hände. Lewandowski. In der 43. Minute den Ball verwandelt. Hier auch der Schnitti, der gute Schiedsrichter. Und wie gesagt, das ist eine Beta-Version von FIFA. Deswegen sind da auch noch nicht die ganzen Kader hundertprozentig ausgeglichen oder final, wie sie sind. Wir werden aber FIFA 13 natürlich spielen. Wir werden auf jeden Fall wieder ein Let's Play dazu machen. Ob wir mit dem 1. FC Köln spielen, das überlasse ich euch. Schreibt doch mal in die Kommentare. Sollen wir wieder mit dem 1. FC Köln spielen und dann welche von der 2. Mannschaft Liga? Hättet von ihr denn gerne? Ja, genau, das wollte ich gerade. Entschuldigung. Das wollte ich ja gerade sagen. Sollen wir wieder mit dem 1. FC Köln spielen oder sollen wir mit einer anderen Mannschaft spielen? Aber mit dem 1. FC Köln müssten wir dann in der 2. Liga antreten. Das ist natürlich so eine Frage, ob euch das passt. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Und dann mal schauen, wer gewinnen wird, wer das Rennen machen wird. Hier hat das Rennen auf jeden Fall Borussia gemacht heute. Tja, ich bin zufrieden. Wie sieht es mit dir aus? Ich bin absolut zufrieden. Mein Gott, da habe ich den Sören, habe ich besiegt und der hat sich gut geschlagen. Hatte natürlich wesentlich, wesentlich mehr Pech. War aber ein absolut spannendes Match. Und ja, so spannend war es am Ende dann nicht mehr. Obwohl Sören noch gut Gas gegeben hat. Schöne waren, Tore hier gerade. Waren auch ein paar Chancen dabei. Ja. Und ich muss sagen, das Game fühlt sich super an. Ich bin echt begeistert. Ist jetzt nicht die mega überkrasse Änderung im Vergleich zum vorherigen Teil.
Aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Saison. Ich muss sagen, selbst das Zuschauen macht Spaß. Ne? Ja. Finde ich auch. Ja, und hier sehen wir gerade nochmal gesehen, die Helden, da waren auf jeden Fall, ich glaube, Reus war Spieler des Tages mit einer über 9, irgendwas Bewertung. Ja, ja, wir verabschieden uns jetzt hier aus der Kommentatorenkabine. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Einen wunderschönen Tag noch. Und wir sehen uns hoffentlich bald bei Let's Play FIFA 13. Adieu.